10 Minuten haben wir noch Zeit. Wirklich? Ja, sicher. Deswegen sitzen wir hier. Ich möchte aber eigentlich nicht über Heilkräuter sprechen, dafür gibt es eine Menge Literatur, sondern ich möchte Ihr Interesse wecken für das, was in Gärten, in Parks, am Wegesrand und zum Beispiel am Sportplatz von Dörschnitz blühten. Und außerdem hat es mir den Namen als Kräuterhexe eingebracht, aber das stört mich am wenigsten. Zumindest habe ich einige der Vereinsmitglieder neugierig gemacht. Und das versuche ich einfach auch mal bei Ihnen. Salat gewählt, weil den kennt jeder, den isst auch jeder. Und das ist vielleicht am anschaulichsten. Wildkräuter sind in ihrem Verhalten an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen den Gartensalaten immer und in vier Schüsseln, so zwei Hände voll. Ich sage das aber später nochmal ganz genau. Noch eine zweite? Doppelt Halbwasser? Ja, genau. Sabrina, wo ist sie? Nach Weiter. Ich dachte, ich sehe ihn richtig. Alle ganz, ganz fleißig lose verkauft. Und ich möchte, gekauft, Entschuldigung, wir haben verkauft, Sie haben gekauft. Und ich möchte nochmal sagen, dass der Erlös für die Kinder- und Jugendarbeit, nämlich konkret dem offenen Haus, zugutekommt. Wir haben alle Losnummern zweimal ausgedruckt. Eine Losnummer haben Sie alle gekauft und die andere Losnummer ist hier im Topf. Frau Kunert. Weiter.
4-1-3. Nee. 7-1-3. 7-1-3.